Magic-Karten, große Hände, Magic-Karten für kleine Hände. So Leute, da sind wir beim nächsten Video und heute zeige ich euch alle drei World's Smallest Magic Versus Decks. Und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut und ein bisschen Hustle mit gehabt, weil es ist wirklich schwierig, an alle drei ranzukommen. Aber ich habe es geschafft. Dementsprechend gucken wir uns die mal an. Aber bevor wir uns das angucken, möchte ich hier einmal ganz hinweisen, solche Videos sind leider echt teuer. Und es hat mich auch ein bisschen Geld gekostet, diese Dinger zu kaufen. Und sie werden bei mir wahrscheinlich im Schrank stehen, weil sie ganz cool sind. Aber mehr auch nicht. Und weil das so ist, ist es für mich umso schwieriger, so etwas dauerhaft zu machen, wie ihr wisst. Dementsprechend kommen ja auch andere Videos und so und so fort. Und das ist alles nur möglich dank meiner Patrons. Und meine Patrons sind großartig, meine Patrons sind awesome. Hier seht ihr eine Auswahl der Leute, die in einem bestimmten Tier Sub haben, also in Talia-Tier und Tier. Dann gibt es noch das Fan-Tier, was so ein ganz kleiner Betrag ist. Und ja, es hilft mir alles. Dementsprechend vielen, vielen Dank an diese Personen. Und ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr mich auch unterstützen wollt. Ansonsten, ja, Daumen nach oben, abonnieren und so. Das hilft auch. Das hilft auch. Keine Sorge. Ihr müsst mir nicht kein Geld schenken. So, ich habe keine Ahnung, welches davon das erste ist. Wir machen die eh alle auch. Dementsprechend fangen wir mit Ajani gegen Nicole Bolas an. Um euch das begreiflich zu machen. Das ist eine Magic-Karte. Das ist nicht mal die Hälfte einer Magic-Karte, sondern es ist unter der Hälfte von einer Magic-Karte. Und es ist in diesem super coolen Stuff eingepackt. Ihr wisst, ich bin echt schlecht darin, sowas aufzumachen. Und hier muss ich jetzt wirklich noch schlimmeres Zeug aufmachen, als ich es normalerweise aufmache. Und das sind wirklich, das ist was für kleine Hände. Wirklich kleine Hände, oh mein Gott. Das ist auch das erste Mal, dass ich die in der Hand habe. Ich habe die nur gesehen, nach mir, die hole ich. Und ja, das ist ein komplettes Deck. Und zwar ist das das Ajani Versus Deck. Und das ist, wow, es ist wirklich nochmal in Plastik eingesleeved. Das ist das Ajani-Deck. Es ist breiter wie hoch. Also hier ist es höher wie breit. So ist es richtig. Also, ja. Krass. Das ist ein Ajani mit seinen Fähigkeiten. Dann haben wir ein Ajani Pride Mage, noch ein Ajani Pride Mage, ein Brimhorn, eine Wildcat, ein Manta, Firemane Angel. Also es ist wirklich das Deck, was damals verkauft hat. Wenn ihr das Deck cool findet, könnt ihr euch das wirklich genauso... Oh, Loamline ist richtig gut. Könnt ihr das Deck, glaube ich, wenn ich richtig mich erinnere, genauso nachkaufen. Quasali Pride Mage, Wild Naktal, Wildes Tokta. Wolliges Tokta, das ist richtig. Gute Karte Lightning Helix. Oh, das war ein richtig cooles Deck. Das war ein richtig cooles Deck. Und ich versuche es gerade näher dran zu halten. Wenn ich es jetzt hier halte, seht ihr halt genau gar nichts. Wilds, Forests. Ah, es ist so cool. Es ist so, oh mein Gott, es ist so cool. Und es ist von der Qualität auch wirklich okay. Also, die Karten sind jetzt nicht Müll oder so. Man kann sie tatsächlich mischen auch so und dann hinlegen und dann zieht man so 1, 2, 3, 4 Karten und dann spielt man sein Land und dann tappt man sein Land und spielt eine andere Karte. Das ist geil. Ich liebe alles daran. Und das ist der hauptsächliche Gag an diesen Sachen. Sie sind klein. Gehen wir die anderen Sachen durch. Ich werde die Decks jetzt mit euch durchgehen. Und wenn ihr bei den Decks irgendwas seht, was ihr cool findet, dann könnt ihr da gerne drauf eingehen. Ich werde auch so ein bisschen was nebenbei erzählen, während ich versuche, diese Packs hier aufzumachen. Die sind wirklich, wirklich, wirklich winzig. Oh mein Gott. Und ich finde es halt cool, dass es diese Versus-Decks ja wirklich mal gab. Das heißt, die mussten sich auch nichts Neues ausdenken, sondern die haben einfach nur die Druckdateien genommen. Theoretisch sind es hier Fakes. Ja, das muss man auch dabei sein. Theoretisch sind das Fake-Karten. Das ist kein offizielles Wizards-Produkt, soweit ich weiß. Auch wenn da überall Magic the Gathering draufsteht. Weil ich mir nicht sicher bin. Es kann auch sein, dass es sogar offiziell ist. Es hat aber keinen Blue-Core drin. Dementsprechend keine Ahnung. Das ist das Nicole Bolas-Deck. Ja, diese beiden Decks waren für mich besonders schwierig zu bekommen, weil tatsächlich die Amazon die falsch gelistet hat. Amazon hat leider das
was ich euch als nächstes zeige, dass Heroes gegen Monster mit einem falschen Sticker versehen, als sie es eingelagert haben. Und immer wenn man jetzt über Amazon sich dieses Deck hier bestellt, da ist sogar Command drin, hui, Rise and Fall, immer wenn man sich dieses Deck hier bestellt, bekommt man leider das andere, Vaporsnog, krass, bekommt man leider das, was ich euch als nächstes zeige. Und Terminal of Spence auch noch drin. Und auch wieder hier. Großartig. Ganz, ganz großartig. Ich bin ein Fan. Weiß irgendjemand, ob man Sleeves dafür kaufen kann? Ich weiß es nicht. Ich würde es lieben. Bin ich ehrlich. Wir gehen zum nächsten. Monster gegen Helden. So. Monster gegen Helden. Auch ein sehr cooles Deck. Ist, glaube ich, eins der letzteren gewesen. Wenn ich mich richtig entsinne. Es war so um die Teros-Zeit. Teros war ja, also das erste Teros. Das war ja so diese Zeit, so der großen Monster, wo so viel gesagt wurde. So, ah, Monster. Und hier ist, glaube ich, irgendwie so ein Hydra oder ein Polukranos oder sowas genau drin. Genau, Polukranos, der World Eater ist hier sogar drin. Aus diesem Standard-Ding kam hier ganz viel rein aus dem Teros. Wie man hier sieht. Und Ock Schlumberjack, Deadly Recruits. Das ist ein tolles Kit. Spannendes Deck. Das ist wirklich spannend. Man hat halt hier wirklich viele große, dicke Monster drin. Hier ist übrigens Blutdurst her. Und tatsächlich auch so ein bisschen was so gegen kleinere Kreaturen. Und das war sehr, sehr ausgebalanced im Vergleich zu dem anderen. Hier fehlte nur ein bisschen Ramp drin. Man hatte halt nur die normalen Länder, wie man sieht. Oh, hier ist sogar ein Beast Token bei. Hier ist ein Beast Token bei. Oh, ich muss mal zählen, das mache ich jetzt nicht on Kamera, ob das wirklich auch 60 Karten sind. Weil wir besitzen hier 60 Karten in Größe von, ja, nur damit ihr das nicht vergesst, was wir hier machen. Wir gucken uns World Tiniest Stuff an. Jetzt das Heroes Deck. Das Heroes Deck ist richtig cool. Das Heroes Deck hat einen Sun Titan damals drin gehabt, der damals wirklich teuer war. Und ist, glaube ich, auch eine immer noch der wenigen Optionen, wie man dieses Artwork von diesem Sun Titan bekommen kann, glaube ich. Und es ist ein sehr, sehr cooles Artwork. Das wollte sich nicht öffnen lassen. Dementsprechend einmal abgemacht. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich dieses Video angucken. Für das, was es gekostet hat, wahrscheinlich zu wenige. Aber wenn ihr das anderen Leuten zeigen wollt, dass man hier die tiniest Karten der Welt, also wirklich tiniest Karten der Welt, gegeneinander spielen kann, könnt ihr es auch mal anderen Leuten zeigen. Sehr, sehr gern natürlich. Dab, dab, dab. Figure of Destiny, sehr cool. Oh Gott, wenn die einmal runterfallen, die am Boden liegen, das ist, hast du, glaube ich, einfach verloren. Raider Oromancy, Anax und Siamede. Wie gesagt, hier war sehr viel aus dem Teros-Set drin. Und das waren halt auch sehr coole Sachen, die hier drin waren. Weil das, hui, Kamal the Pitfighter. Das ist eine gute Karte. Und ja, es sollte halt so ein bisschen diesen Kampf der noblen, weißen und roten Menschen und Helden in der ägyptischen Saga, ägyptisch, in der griechischen Saga gegen die Monster der griechischen Saga sein. Hier ist ein Griffin drin. Spannend, dass da jetzt auch Tokens bei sind. Und ja, das war cool damals, dieses Versus Deck. Hat sich aber auch ganz, ganz schlecht verkauft. Das war einigermaßen cool wie die Majani. Der hat lang keinen Reprint mehr und die Leute wollten manchmal Nicol Bolas haben. Das hier hat sich nicht so wirklich verkauft. Vor allem nicht so. So muss man sie ja wirklich machen. Und dann das Letzte. Das ist ein Deck, das ich mir sehr oft gekauft habe, weil ich die Golgari-Seite tatsächlich haben wollte. Und das hier war Müll. Aber die Golgari-Seite, die ist richtig gut. Beziehungsweise Jace gegen Veraska. Und ja, gucken wir auch hier mal rein. Sapsarap. Jetzt gucken wir mal rein. Fangen wir mit der Jace-Seite an. Dem nicht so coolen Deck, meiner Meinung nach. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat mir immer die Jace-Seite abgenommen. Das fand ich sehr gut. Die sind anders verpackt. Die haben tatsächlich oben so ein richtig dieses weiche Plastik. Die anderen hatten wirklich so ein hartes Plastik drumherum. Das hier ist so ein weiches Plastik, was man nicht wirklich auseinanderbekommt. Danke dafür, Smallest Worlds, irgendwie. Ich weiß nicht, wie eure Company heißt. Aber, ja. Danke dafür. So.
Wir haben nämlich hier so ein blaues Deck, was versucht, mit sowas wie Jace Phantom so ein bisschen was zu millen. Es hat da noch ein paar Phantomkarten drin. Und der Sinn dieses Decks, der hat sich mir nie erschlossen. Weil es war auch so ein bisschen für jede Anzahl an Illusionen auf dem Schlachtfeld kriegt der +1/+1. Dann hat man irgendwelche Humans drin gehabt, die gebounced haben, die irgendwelche Karten wieder gemacht haben. Dann waren es wieder Illusionen. Dann war auf einmal ein Buddy-Double da drin. Dann war wieder eine Mill-Karte. Das war wirklich ein ganz, ganz weirder Haufen. Und viele der Karten ja nur einmal. Ich komme ja aus dem Casual-Bereich. Remand war übrigens drin. Das war sehr beliebt dadurch tatsächlich. Und Thoughtscour auch. Und da muss ich halt sagen, durch diesen Casual-Ansatz, dass man das Deck, das ich einfach viermal kaufen konnte und sehr viele coole blaue Karten hatte, war das ganz nett. Aber es war eben nicht mehr als ganz nett. Wenn man sich überlegt, dass die damals, ich glaube, 20 Euro kostet haben, war das okay. Aber jetzt zeige ich euch das Vraska-Deck. Das war ganz cool. Auch hier wieder öffnen. Öffnen, 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 öffnen. Klack, weg. So, das Vraska-Deck. Vraska the Unseen. Hier haben wir ein Deck, was wirklich mit Vampiren ein bisschen auf die Schnauze haut, aber gleichzeitig halt sehr viel Pflanzen, Ramp, Death-Touch-Kreaturen, Lifelink ein bisschen drin hat, um Leben zu generieren, um dann wieder was zu machen. Das hier war ein sehr cooles Deck. All diese drei Decks, also diese beiden vor allem, hier die beiden, sind ein bisschen aus einer älteren Generation. Die Sache ist, diese Decks waren ursprünglich mal dafür gedacht, dass man einfach zwei Decks abpickt und gegeneinander spielt und coole Sachen hat. So mit Garuk und Liliana, damit man so eine Storytelling mit drin hat. Da waren halt Karten drin, die waren krass. Oder Boros gegen, nicht Boros, Izzet gegen Golgari gab es auch. Da waren richtig krasse Sachen drin. Aber mit der Zeit sind die halt mehr in so hier kannst du ein paar Standardkarten haben. Wenn du es weiterentwickeln willst, kauf dir Standard. Bitte kauf unsere Booster-Decks verkommen. Und diese Generation ist hier leider alle drei aus diesem bitte kauf unsere Booster-Generation. Aber es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht. Und der Witz daran ist ja wirklich, dass es jetzt so tiny-wimey ist. So richtig schön klein. Ich muss mal überlegen. Ich hab gerade 6 Decks in der Hand. Ist das nicht großartig? Ich find's großartig. Wenn sie das also auch großartig fandet, wenn ihr sagt, hey, das war eine coole Aktion, das mal gesehen zu haben, diese Decks, was da so drin war und auch die, wie klein die sind und sonst was, dann gebt dem ganzen Video einen Daumen nach oben, was haltet ihr davon, wenn man solche Gimmick-Sachen praktisch hat. Mir ist bewusst, ich werde jetzt nie wieder wirklich spielen. Ich werde vielleicht einmal spielen oder so, wenn ich mal das gemacht habe, aber sonst werde ich es wahrscheinlich nicht täglich sagen, hey, Bock auf eine Runde Tiny Magic. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit. Dementsprechend finde ich es ganz cool. Und ja, das ist meine Meinung. Schreibt mir eure in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixade. Ciao, ciao.